Und Salbenfett hier. Schieben wir mal ein bisschen was zu Lana rüber. Gut. Ja. Das heißt, sie hat nichts mehr für uns. Die Grabräuber sitzen auch da gemütlich. Na? Gut, die haben auch nichts mehr Neues zu sagen. Dann zum Wirt. Da seid ihr ja wieder. Bitte findet dieses diebische Hester. Ich kann gleich ins Moor springen, wenn sie entwischt. Ihr müsst sie finden. Ich konnte sie auch einholen und auch das Diebesgut wieder erlangen. Doch ich habe sie laufen lassen, da euch allein am Geld etwas lag. Ihr habt das Geld, wunderbar. Soll diese Diebe noch in einem Erdloch verschwinden und dort vermodern? Ja, ich hoffe, es ist alles da. Ja, mal sehen. Ja, sieht so aus. Tja, ein kleiner Teil fehlt, aber nur sehr wenig. Den Verlust kann ich innerhalb eines Monates wieder reinholen. Beklagen werde ich mich bestimmt nicht. Vielen Dank. Keine Ursache. Jetzt aber zu eurer Belohnung. Ich habe beim Suchen nach Hinweisen im Zimmer der Diebin ein Schmuckstück entdeckt. Genau gesagt, eine Goldkette. Sie lag achtlos hinter dem Bett, also als ob diese Talia sie da eine verloren hätte. Vermutlich ist es ein weiteres Beutestück. Eine Goldkette, Fexens Wege sind wahrlich unergründlich. Bitte nehmt ihr die Kette und noch dreieinhalb Dukaten für eure Mühen. Nicht, dass ich knausig sein will, doch der Schaden, den mir die Diebin zugefügt hat, war nicht unbeträchtlich. Vielleicht ist der Schmuck hier ein kleines Vermögen wert und ihr seid fein raus. Hab vielen Dank für alles, ich werde mich aber nun verabschieden. Ja. Der großzügige Schotterbier. Für so wenig Aufwand hat mich der Wirt Schotterbier ordentlich belohnt. Mein kurzer Abstecher zur alten Mühle, ein kleines Gespräch mit Talia. Das Ergebnis dieses Spaziergangs ist eine Goldkette und ein paar Silbertaler obendrauf. Naja, Dukaten eigentlich. Gut. Wertvolle Goldkette. Eine wertvolle Goldkette. Vielleicht ist es die Kette, die vom Speckstein gestohlen wurde. Es wäre empfehlenswert, sie ihm zu zeigen. Mhm. Und wir haben jetzt nur noch einen Goldstack, was auch okay ist. Das heißt, wieder raus hier. So, das heißt nochmal Beredo Bento besuchen. Bevor wir gehen. Kann ich euch behilflich sein? Nein, ich muss leider weiter. Okay, er hat nichts mehr Besonderes zu sagen. Er wird wahrscheinlich auch demnächst das Weite suchen. So, das heißt, wir können jetzt... Möchtest du die Moorbrücker Sümpfe endgültig verlassen? Du wirst dann schließlich nicht mehr hierher zurückkehren können. Gucken wir noch einmal ganz kurz. Schmackhafte Delikatesse schließen wir woanders ab. Handvoll Dukaten ist fertig. Kastan Wagnitz ist nicht in den Sümpfen. Meistertrank schließen wir auch erst später ab. Das ist fertig, das ist fertig. Das ist das, was wir jetzt abschließen. Und das müssen wir auch in Ferdok abschließen. Also ja, wir sind im Moorbrück fertig. Außer natürlich, wir klicken aufs X. Dann bleiben wir noch im Moorbrück, aber nein. Wir gehen jetzt zu Ardus Anwesen erstmal zurück. Und machen erstmal unsere Taschen leer von unserem Abenteuer hier in Moorbrück.
zu Diensten? Nein. Mirwosch hat nichts Neues für uns. Wahrscheinlich, weil wir die Quest noch nicht abgeschlossen haben. Aber erst einmal wird hier ein bisschen geleert. Pfeilspitzen. Sonst haben wir nichts, was hier rein müsste. Außer Vorgrim hat Holz. Nein. Ich nehme die Sache in die Hand. Aber du hast Bolzenspitzen, Gänsefedern, die können auch da rein. So. Ah, hier sind die wertvollen Sachen. Also ja, Bärenfell, Wildschweinfell und so, das kann erstmal raus. Und das und die können auch verkauft werden. Dafür können wir jetzt hier Blattgold und Edelsteine und ach, deponieren wir mal die Zinnfiguren auch hier. Ja, hier können koscher Stahl, Kohle, rostige Nägel und Sandstein rein. Mhm. Hier hatten wir noch nichts drin, genau. Lass das mal Vorgrim machen. Dann kann da Vorgrim erstmal alles, was wir so an Ausrüstung haben, deponieren. Könnten wir nachher ein bisschen weiter ausholen. Kommt ja noch der Sapeurhelm erstmal mit rein. So, hier waren ja eigentlich Ledersachen und so. Aber ich glaube, da haben wir nur ein paar Nüsse, genau. Also doch, Sehnen und Lederbänder. So, und hier kommt das ganze andere Zeug. Nee, nicht der Gulmont-Tee. Aber das hier. Obwohl, habe ich Giftzähne hier drin? Ja, habe ich. Also Froschschenkel, Einbeeren. So, das kann alles erstmal hier drin gelagert werden. So. Ich nehme die Sache in die Hand. Ein Zwerg. Na klar. Gut. So, die. Wobei, die. Das Sehninstrument behältst du erstmal. Gut. Jetzt sollten wir nämlich irgendwo Gwendala finden. Dieser Baum ist wunderschön. Sein Schatten spendet Trost und Frieden. Ja, Katze. Hallo, Gwendala. Sanyasala Feyama. Was wünscht ihr? Kann ich euch noch etwas fragen? Ich würde gerne antworten, wenn ich kann. Bevor ihr euch aufmachtet, euren Vorfahren zu retten, habt ihr euch über die Vergangenheit von Moorbrück kundig gemacht? So viel ich in Erfahrung bringen konnte, sind die Moorbrücker Sümpfe ein Phänomen. Das Land hieß früher Farnhain und war mit Dörfern, Weiden und Ackerland bedeckt. Doch in den Magierkriegen vor 400 Jahren verwandelte sich die Region in erbitterten Kämpfen zwischen Zauberern in ein düsteres Sumpfland. Und die Dörfer versanken oder wurden verlassen. Die Toten dieser magischen Schlacht verwandelten sich in ruhelose Untote oder herumirrende Geister. Wen sie erschlagen, der schließt sich ihrem Untod an. Ich will euch gerne antworten, wenn ich kann. Meine Sippe lebt zurückgezogen an einer alten Heimstatt unserer Vorfahren. Ihre Existenz konnte bislang vor der Neugier der Menschen behütet werden. Die Beunruhigung, als ein Spielmann mithilfe des Seeleninstrumentes meines Urahnen zu uns finden konnte, könnt ihr euch sicher ausmalen. Denkt aber nicht, dass meine Sippe die anderen Rassen aus Abneigung oder Furcht scheut.
Unsere Verborgenheit dient allein zum Schutze der Sterblichen, die allzu oft sehenden Auges die Welt in ihr Verderben lenken, ohne dies zu wollen. Eine Eigenschaft, die mein Volk einst teilte, aber schwor, diese für immer abzulegen. Mhm. Okay, jetzt müssen wir mal mit Rolana reden. Zum Donner, was ist? Ja, bitte wartet in meinem Fertokanwesen auf meine Rückkehr. Nun gut, wie ihr wollt. Ich werde dort warten. Aber nur, weil ihr es seid. Ja. Wir sehen uns dort. Grüßt mein Hausverwalter von mir. Jetzt können wir Gwendola mitnehmen. Sanyasala Feyama. Was wünscht ihr? Wundervoll. Ich komme gerne mit. Ja. So, jetzt haben wir Gwendola in unserer Truppe. Können gerade mal gucken. Sie kann Bogenbau. Folgt mir. Das heißt eigentlich... Gut, dann geben wir Gladys die Alchemie noch. Die müssen wir ja auch nur so weit steigern. Wie wir es gerade benötigen, also auf 5. Ja, das heißt, sie kann auf jeden Fall Pfeile und Bolzen für uns herstellen. Und mit Talentwert 9 könnte sie sogar Gladys die neue Armbrust machen. Mhm. Und wir könnten den Eisenschild schmieden. Ja. Sie besitzt... ungefähr so viele Punkte wie wir. Also sie hat ein paar mehr. So, das werden wir dann gleich mal bei ihr steigern. Also auf jeden Fall Bogen auf Maximum. Und dann mal gucken, was für eine Nahkampfwaffe bevorzugt. Sie bevorzugt Fechtwaffen. Dann lassen wir erstmal die Nahkampfwaffe. Bogenbau brauchen wir, damit sie. Ups. Damit sie die Armbrust machen kann, einen Wert von 9. Okay, das sollten wir hinkriegen. 9, so. Dann die beiden Sachen mal steigern. Wie sehen ihre Fernkampffähigkeiten aus? Also erstmal alles hier unten rausschmeißen. So, sie hat gezielten Schuss und Pfeilhagel, das ist gut. Sie hat übrigens keine Ausrüstung, das sollten wir auch ändern. Oh, und ich habe vergessen, Rolana ihr Zeug abzunehmen. Sanya. Ja, Waldelfenstiefel. Und die bessere Elfenrobe. So, das ist ihre normale Grundausrüstung. Ja. Ja. Ja, ihre Fähigkeiten. Also Fernkampf haben wir. Ausdauer könnte sie etwas vertragen. Jetzt hier, was brauchen wir alles? Sie kann auch einen Fulminictus. Sie kann hilfreiche Tatze und Sanftmut, was auch sehr praktisch ist. Damit kann sie nämlich ein Tier rufen. Und damit kann sie ein Tier für 60 Sekunden aus dem Kampf nehmen. Ja. Armatrotz ist auch wichtig für sie.